Der goldene Schnitt gilt als Inbegriff der proportionalen Ordnung. Schon in der Antike verwendeten die Pythagoreer in Griechenland das Prinzip der stetigen Teilung als göttliche Maßeinheit, um dem Wesen der Natur nahe zu kommen. Die Regel des goldenen Schnitts wurde in der Kunst vielfach angewendet. Für die bildnerische Praxis brauchen wir allerdings keine komplizierten Berechnungen. Der goldene Schnitt bedeutet die geometrische Teilung einer Fläche in zwei ungleiche Größen. Dabei verhält sich der kleinere Teil zum größeren, so wie dieser zum Ganzen. In Verhältniszahlen ergibt das die Werte 3 zu 5, 5 zu 8, 8 zu 13, 13 zu 21 und so weiter. Ein wesentliches Merkmal des goldenen Schnitts ist, dass eine Linie oder Fläche immer weiter aufgeteilt werden kann, ohne dass jemals gleich große Flächen und Linien entstehen. Zur Ermittlung der Verhältnisse reicht es aus, einfach die Länge der Linie, die Breite oder Höhe der Fläche mit 0,6 zu multiplizieren. Neben der Regel des goldenen Schnitts gibt es die elementaren Einteilungen in horizontal, in vertikal, in diagonal und zirkulär. Bei der L-Form halten sich die horizontalen und vertikalen Linien im Gleichgewicht. Das klassisch traditionelle L-förmige Schema ist in zahlreichen Kompositionen aller Epochen zu finden. Das Rechteck findet man meistens symmetrisch eingesetzt. Gemeint sind Rechtecke, die in einer Komposition eingeschlossen sind. Dieses Schema findet sich häufig in der modernen Malerei. Es gilt als Grundschema des Kubismus. Unser Beispiel zeigt ein Rechteck in der einfach gebauten Komposition von Camille Corot. Die Komposition mit dem Dreieck wurde von Malern aller Stilrichtungen und Epochen verwendet. Das Schema kann in mehreren Variationen angewendet werden. Dazu gehören konkrete, vollständig im Bild verwendete Dreiecke, die Pyramide als gleichseitiges Dreieck und diagonale Teilungen des Bildes, bei denen das Dreieck nicht vollständig wahrgenommen wird. Die Ellipse oder der Kreis fanden in ihrer eigentlichen Ursprungsform nur selten Anwendung in der Komposition. Einige Beispiele liefert uns die Malerei der Romantik im 19. Jahrhundert und die des Barocks. Nachdem Sie einfache Kompositionsschemata und Grundregeln kennengelernt haben, wollen wir nun den verborgenen Harmonien in Kunstwerken nachspüren. An den Meisterwerken der Kunst lernen wir am besten die Kompositionsweisen kennen, die für eine gelungene Bildgestaltung wichtig ist. Bevor Édouard Manet den impressionistischen Malstil übernahm, malte er in einer gepflegten, kühlfarbigen Tonmalerei, wofür unser Bild Das Frühstück im Atelier ein Beispiel bietet. Die pyramidenartige Komposition scheint zunächst einem klassischen Kompositionsschema zu entsprechen. Wäre die Figurengruppe nicht so energisch aus dem Bildmittelpunkt gerückt? Hierin zeigen sich schon Einflüsse des damals neuen Mediums Fotografie, das die Maler für ihre Zwecke einsetzten. Dadurch erhält die Komposition etwas Spontanes, was auch durch die zufällig wirkenden Stilelemente auf dem Tisch zum Ausdruck kommt. Die Szene wirkt wie aus dem Leben gegriffen und kommt damit den Forderungen der Impressionisten nach Spontaneität entgegen. Andererseits war Manet ein kühl kalkulierender Maler, der seinen spontan wirkenden Bildern selbst noch in der impressionistischen Phase ein festes Liniengerüst mitgab. Die einkopierten Linien zeigen deutlich das zugrunde liegende rechtwinklige Kompositionsschema, das den Bildelementen besondere Festigkeit verleiht. Der im Vordergrund stehende Knabe schneidet das Gitternetz im Verhältnis des goldenen Schnitts. Seine Augen, vom Betrachter wegschauend, bezeichnen das Bildzentrum. Weitere Bildzentren bilden der weiße Übertopf der Pflanze
der Pistolenknauf unten links und die kleine Kaffeetasse auf dem Tisch ganz rechts. Als Blickführung ins Bild bilden sich sowohl der Pistolenknauf wie auch der Messergriff rechts an. Beide wieder auf der Bildachse, den jungen Mann hinweisend. Das Gitter wird nur leicht von diagonalen Linien durchkreuzt, die einen dynamischen Faktor in die sonst sehr statisch ausgewogene Komposition einbringen. In dem Bild der Zirkus sehen Sie eine lustige Dressurszene, die in der strengen Komposition des Goldenen Schnitts gehalten ist. Die lebhaften Bewegungen lassen zunächst nichts von der grundlegenden Komposition erkennen. Erst die Analysezeichnung verrät den sehr sorgfältigen und überlegten Aufbau des Bildes. Der von der Figur vorne rechts ausgehend und in großen aufsteigenden Linienschwüngen durchs ganze Bild führt. Zur Stützung seiner Kompositionslehre fragte Seurat den Kunstschriftsteller Charles Henry, der eine Ästhetik von Linien und Winkeln aufgestellt hat. Demnach drücken aufsteigende Linien im spitzen Winkel positive, fröhliche Gefühle aus, nach unten gerichtete im stumpfen Winkel dagegen sollen eine traurige, ruhige Stimmung vermitteln.